Hey, heute wollte ich ein Video machen über die kalten Farben und über die warmen Farben von der Kunst. So, also es gibt ja verschiedene Farbkontraste, das heißt es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene. Ich werde die auch alle mal vorstellen. Heute beginne ich mit dem warmen Kaltkontrast, dazu wollte ich noch mal erwähnen. Die wärmste Farbe ist Rot-Orange und die kälteste Farbe ist Blau-Grün. Man kann diese Farben auf einem Bild kombinieren, zum Beispiel im Mittelpunkt, dann kommen da warme Farben hin und oben kommen kalte Farben oder so. Ich habe die jetzt auch geordnet nach zwei Schematas, wie man hier sehen kann. Das kann man nicht ganz so wie in der Kamera, sofort. Das sind die warmen Farben, Entschuldigung, die kalten Farben. Dazu gehört Blau, Blau, verschiedene Farbnuancen von Blau. Ich habe auch noch Aquarellfarben drin, verschiedene Grüntöne. Dazu habe ich ja gesagt, Lila ist genau in der Mitte, das zählt aber auch noch zu den kalten Farben. Anschließend beginnen wir bei den warmen Farben. Da gehören die ganzen Violetttöne, die ganzen Rottöne, die ganzen Pinktöne, wie man hier auch sehen kann. Ich habe zur Demonstration habe ich jetzt einfach Filzstifte benutzt. Ich hätte auch andere Stifte benutzen können. Oh, der Stift geht auch noch zu den hellen Farben. Das ist aber, weil das so eine starke Kontrastfarbe hat, also so eine Helligkeit, dass das schon babyblau ist, dass man das schon sagen kann, dass der gehört eher zu den hellen Farben. Ja, das, die beiden sind auch die hellsten Farben mit. Das ist sogar schon, dieses Orange ist schon leicht ins Rötliche, sodass es eine der hellsten Farben mit ist. Und die kann man dann im Bild gegenübersetzen. Das werde ich auch demnächst nochmal ein Bild dazu zeigen, aber das war mein Video gewesen. Ciao.